Haben wir Kohle im System? Ja. Haben wir Sticks im System? Nein. Haben wir Planks im System? 2. Haben wir Oak? Ja, Oak haben wir. So, ich hätte gerne Planken. Ich hätte gerne Sticks. Ich hätte gerne ganz viel Licht. So, Rest wird wegsortiert. Dahin, 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 dahin. So, Cobblestone kommt wieder raus. Und da ich jetzt ja doch ein wenig mehr mit den Plattformen und so weiter arbeite, kann ich die ganzen anderen Sachen einsortieren. Also die ganzen ME-Geschichten. Wie die Kabel und Glas und so weiter. Da habe ich hier nämlich Platz, um das System kurz voll zu hauen mit zum Beispiel den Barrels oben. Weil es mir gerade aufgefallen ist, dass wir halt nicht genug Holz hatten. Ach du Kack. Ja, kaum ist der Harvester mal aus, ne? So, wir würden gerne die Better Barrels abbauen. Du weg. Du raus. Was haben wir da oben drin? Ein paar Äpfel. Kannst auch weg. Du kannst weg. Wir haben ganz schön viele Blätter. Die sollten wir gleich mal hinten zur Farm hinbringen. So. Und 18 Stacks Holz. Ja, das wird nicht ins Inventar passen. Ne, okay. Blätter abgeben. Dann könnte schon fast hinhauen. Alle Mann da rein, alle Mann da rein. Und 7. Ja, das passt. Weg, 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 weg. Weg. Und da unten sehe ich noch einen Barrel. Das hatten wir hingesetzt gehabt, damit die Setzlinge da reinkommen. Damit es von da aus dann weitergeführt wird. Das kann also auch weg. Die hier können auch weg. Wir brauchen keine Lava mehr hier. Also wir können von hier aus runter auf die Rohre. Und die Rohre können... die Rohre können nicht weg. Das ist nämlich unsere Energieversorgung. Die könnten wir theoretisch besser verlegen, aber das wollte ich später machen, wenn wir Jetpack haben. Also das Rohr läuft weiter hier lang. Es befüllt ja hier den Planter. Das heißt, es kann da hinten dann auch den da befüllen. Das ist ja nur ein kurzer Schritt. Das heißt, ich hätte gerne einen Weg nach oben. Hier. Jo. So. Fluidakt, Fluidakt. Der müsste gleich hier la... Oh, oh, oh. Das Ding fängt an zu arbeiten. Kiste. Da, bitteschön. Mach voll. Wir brauchen Importer. Ganz schnell Importer. So. Du. Ich hätte gern einen Importer. So. Dafür brauchen wir Sticky Pistons. Das ist ein Problem. Nee, ist es nicht, weil wir Raw Rubber benutzen können. Ah, das ist sehr gut. Wir haben hier Raw Rubber. Sticky Pisten. Sticky Pisten. Sticky Pisten. Weg, weg. So, gib mir bitte das da. Tada. Basic Importer, Basic Importer, Basic Importer. Sehr schön. Da er aber sehr viel importieren muss, hätte ich gerne ein Precision Import Bus, war das, glaube ich. Die konnten schneller und mehr importieren. Gucken wir einfach mal, ob das klappt oder ob es da irgendwelche Überschüsse gibt. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt nur das Ding hinten ranklatschen, wo jetzt die Kiste ist. Mit genügend Kabel, die ich gerade nicht sehe. Die kommen alle wieder hier rein. Rein, 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 rein. So, Kabel, da. Kabel. Zing, 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 zing. Zing. So, ME-Kabel kommt von hier hinten. Geht da lang. Geht hier hoch. Wir hauen dich kurz weg. Ganz viel Zeug. Hauen dich da hinten ran und verbinden dich mit dem System. Bist du verbunden? Ja, 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 nach unten. Okay. Das war, das war knapp. Also theoretisch müsste jetzt alles, was der Harvester oben produziert, hier reingeschmissen werden.
1237, gucken wir mal. 1237. 1237. Es wird nicht wirklich mehr. Aber vielleicht arbeitet er auch gerade gar nicht. 1, 2, 3, 7. Okay, versuche mir mal zu merken. Und guck mal nach oben. Ob da irgendwas faul ist. 1, 2, 3, 7. 1, 2, 3, 7. Bäume werden hier schon mal. Ich denke, man wird keinen Strom haben. Jedenfalls nicht genug, um durchgehend zu arbeiten. Doch, hat er. Abkürzung. 1, 2, 3, 7. Nee, der will nicht. Da ist irgendwas faul. Mit der Flüssigkeit kann sie nicht sein. Denn die Flüssigkeit, die muss nicht abgepumpt werden. Das hatten wir schon getestet. Sheer Leaves ist aus. Work idle. Warum willst du nicht arbeiten? Oh, jetzt arbeitest du. So, du kannst weg. Ah, hier hat er was gesägt. Work 0 von 1. Au, hey. Ja, Baum. Ich will nur in Ruhe arbeiten. Rausfinden, was hier los ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass er nicht schnell genug die Sachen rausbekommt. Deswegen sollten wir vielleicht eine Kiste dazwischen setzen. Also wir machen das Ganze so. Wir hauen dich weg. Wir hauen dich dahin. Wir machen hier den Importer, der in die falsche Richtung zeigt. Und wir kommen nicht aus dem Ding raus. Okay. Wir brauchen ein Quarz. Eine Quarz-Wrench. Das heißt, wir hätten gerne hier Wrench. Quarz-Wrench. Einmal herstellen bitte. Jo. Wieder nach oben. Damit können wir jetzt die ME-Sachen rotieren. Wie zum Beispiel gerade den Importer. Den Importer hätte ich gerne, dass er nach oben zeigt. Das heißt, ich klicke da drauf, da drauf. Du bist da falsch. Da habe ich mich verklickt. Du weg bitte. Und es wird so dermaßen Zeit für ein Jetpack. Du hoch. Bleib bitte oben. So, kein Loch reinfallen. Ich hätte gerne hier oben drauf dich. Genau. Hätte ich gerne so gedreht, dass du nach oben zeigst. So, und hätte ich gerne hier eine Kiste. So, die Kiste machen wir jetzt mal voll. Und das Ding saugt das regelmäßig leer. Aber nicht besonders schnell. Können wir von hier aus... Genau, bitte stickweise einsaugen. Flupp, das Ding ist instant leer. Okay, also es kommt auf jeden Fall gut hinterher mit dem Output von dem Ding. Problem wird jetzt primär sein, die Energieversorgung. Weil das Ding kriegt nicht genug Energie. Was aber auch nicht schlimm ist, denn wir brauchen so viel Holz später gar nicht mehr. Nicht wirklich. Außer für irgendwelche komischen Quests. Aber arbeiten tut das Ding und das ist das Wichtigste. Auch wenn ich jetzt eigentlich ganz gerne ein bisschen Holz in der Hand hätte. Um die ganzen Löcher hier zuzumachen. Aber wir gucken mal, ob wir hier noch was haben. Das Barrel ist leer. Ja, okay. Das ist Rubberwood. Das ist viel zu wenig. Da, Planken. Mach bitte diese komischen Löcher zu. Da und da. Und da. Ja, das sieht doch viel ordentlicher aus. Keine komischen Maschinen, die hier stehen und irgendwelche Kabel. Das Einzige, was man sieht, wenn man vom Hauptkorridor kommt, sind ganz viele Setzlinge und hier ein bisschen was an Maschinen. Aber eigentlich sieht man nur den einen Block, weil der Rest verdeckt ist durch die Setzlinge. Und dann kommt hier noch ein Fluid-Importer und das war's. Ja, sehr elegant gelöst. Guti, 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 guti. Nächstes Ding, du... Du bekommst hier
Ein Precision Import Bus. Du saugst auch stackweise ein. Du kriegst schon mal ein Kabel hier nach unten. Jetzt müssen wir nur gucken, dass unten die Plattform aufsteht. Dafür. Achso, und zwischendurch immer wieder die Smelter befüllen. Wir hätten gerne Eisen, wir hätten gerne Eisen. Und das war es eigentlich auch erstmal. Eisen ist gerade das allerwichtigste Gut überhaupt. Und runter. So. Oh, ME-System ist aus. Das ist ein schöner Effekt, wenn das ME-System ausfällt. Man merkt nämlich, dass man keinen Zugriff mehr hat auf die Sachen, die da drin sind. Wie zum Beispiel 2 Eimer voll mit Lava, die wir nutzen könnten, um das ME-System wieder zu starten. Ja, also da müssen wir definitiv was machen. Da muss definitiv noch was hin. Ich hau jetzt einfach mal den Tank hier ran und hoffe, dass es den gewünschten Effekt hat. Nämlich, dass die Lava, die produziert wird, auch hier reingepumpt wird. Brauchst du einen Ausgang? Nö. Das ist so ein langsamer Prozess hier. Wir haben da noch einen Tank. Da bräuchten wir erstmal wieder ein Bucket, um es rauszubekommen. Das ist einer der Vorteile von den Barrels hier. Da hat man immer Zugriff drauf. Aber ich glaube, ich mache mir einfach einen neuen Bucket und dann passt das. 1, 2, 3. So. Mann. Ja, hat sich kein bisschen gefüllt. Du, komm her. Geh wieder hoch. Stellen uns hier neben und machen das alte Spielchen. Da. Klick, 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 klick. Und nichts ist abgebrannt. Sehr schön. Du kommst mit und wirst gleich leer gelutscht. Au. Oh, kommst du jetzt aber mal her? Ich hätte doch zigtausend Fackeln hergestellt und mit F7 hier gecheckt und alles. Aber ich wollte einfach noch mehr Fackeln, das kann nicht schaden. So. Okay. Lava. Einmal Rechtsklick. So. Und genau das ist das Problem, wenn wir sehr viele Sachen haben, die im E-System entweder reingebracht werden oder rausgeholt werden. Das braucht tierisch viel Strom. Und in unserem Fall dann halt tierisch viel Lava. Oh gut. Da sind die Buckets. Ich hätte jetzt... Ja, da guck mal da. 1516. Das wird beim nächsten Baum gleich wieder hochspringen. Und ich weiß noch nicht, was ich damit anfangen soll. Also könnten wir das demnächst auch aufstellen. Was ich gerne hätte, ist ein String, um das Questbuch herzustellen. Da haben wir nämlich auch schon eine ganze Weile nicht mehr reingeguckt. So, Learning to Skyblock, was haben wir hier? Casting Call. Ein Ingot Cask und ein Pickaxe Head Cast abgeben. Müssten wir ja haben. Er hätte gern ein davon. Und ein davon. Oh. Wir kriegen als Belohnung einmal die Cast zurück, ein Cast extra, ein magisches Boot, ein Viertelherz und ein Random Safari-Netz oder ein türkisen Slime-Bucket oder ein Reward-Pack. Ich nehme den türkisen Slime-Bucket. Den kriegt man nämlich sonst recht schwer. Und dadurch können türkise Slimes bauen. Was ganz schick ist. Das hau ich einfach mal. Naja, ich sollte einen besseren Platz dafür suchen. Weil da, wo ich das Ding jetzt hinschmeiße, da können random die türkisen Slimes bauen. Das hier ist ja quasi unsere Monsterinsel. Ich sollte es nicht in den Turm tun. Weil wenn ich es in den Turm tue... Dann können die Monster überleben, den Fall. Ich tue es einfach mal hier hinter. So. Flop. Und jetzt dürften ganz selten mal hier türkise Schleime spawnen. Die haue ich dann von Hand tot und gut ist. Ja. So, dich wollten wir noch anschließen später. Du bist aktiv, ist okay. Löcher sind gestopft.
Wo war ich gerade bei? Ich glaube, ich war unten irgendwo bei. Ist im E-System mal wieder Energie. Plattformbaum, ne? Du. Ich brauche mehr Kabel. So. Also, die Plattformen waren 17 mal 17. Haha, ich kann es mir merken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und hier ist es verdammt dunkel. Oh. Ja. Okay. Wo ist das Dingens da? Bitte setzen. Ah, das ist so praktisch. Es hätte so lange gedauert sonst. Jetzt ist es eine Sache von einer Minute, wenn ich es richtig anstelle. Aber ich denke, der Weg hier ist schon einigermaßen schnell. So, machen wir jetzt einmal die eine Hälfte der Plattform. Dann setzen wir in der Mitte den Mittelstein. Dann machen wir nochmal in der Mitte einen Streifen von wieder 8 Blöcken in die Richtung und dann passt das. So, Mittelstein ist einfach mal kurz ein Holzlab. Provisorisch. So. Dann hier Cobblestone, da Cobblestone. Und ich jetzt 8 hier lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fertig. So. Sag ich doch. Eine Minute. Wenn überhaupt. Und jetzt können wir uns überlegen, was wir hier auslagern wollen. Also, ich hatte mich ja einigermaßen darauf geeinigt mit mir selber. Oh, ich habe einen vergessen. Nee, das da gehört zur Brücke. Das ist ein Fehler im Design. Das muss ausgemerzt werden. Genau, die hier gehören da gar nicht hin.